unterbrochen, die in einem möglichen Überholpunkt bei der Chicane Nord, also der nördlichen Chicane, mündet. Man muss jederzeit auf Fahrer achten, die über die charakteristischen farbigen Streifen fahren, die wenig Haftung besitzen und deren Oberfläche sehr rau ist. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Albon, Sergio Perez und Stroll. Sainz, Vettel, er hat eine Gridstrafe erhalten. Norris und Daniel Ricciardo. Bottas, Gasly, Dani Quert und Ocon. Der Witzbold, Magnussen, Antonio Giovinazzi und Nicola Latifi. Raikkonen und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Also versuche so oft wie möglich zu schalten. Sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. In etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben.
schön gekracht. Alles okay? Kannst du dir zurückholen? In dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter den Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst.
einige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir... zum Auto vor dir beträgt 7,6 Sekunden. Bist du verletzt? Bleib da, die Marshals sind auf dem Weg.